fassen wir kurz die Unterschiede zusammen, die bei dieser Liste schon sehr stark auffallen. Wo liegen die Unterschiede? Zum einen in der Betonung. In meinen Texten werde ich die betonte Silbe mit einem Apostroph ankündigen vor der zu betonenden Silbe. Die Silbenlänge sollte im Italienischen möglichst immer gleich sein. Also keine Silben verkürzen, nur weil wir das im Deutschen oder in unserem regionalen Dialekt so machen, sondern möglichst eine gleichbleibende Silbenlänge einhalten. Unterscheidung von stimmlosen Verschlusslauten und stimmhaften Verschlusslauten, also zwischen P, T, K und den stimmhaften B, D und G. Kontrollieren können Sie das selbst, indem Sie sich die Ohren zuhalten, ein B aussprechen, dann muss der ganze Kopf vibrieren und summen. Tut er das nicht, dann ist es ein stimmloses B gewesen. Die Langkonsonanz ist ein sehr charakteristisches Merkmal im Italienischen. Wir sprechen im Deutschen meistens von der Doppelkonsonanz, weil wir eben zwei Konsonanten schreiben, sie aber nicht wirklich sprechen. Eine Puppe ist bei uns eine Puppe mit Doppel-P, das wissen alle, weil das U kurz gesprochen wird. Die Hupe hat nur ein P, weil das U lang gesprochen wird. Denken Sie nur an Hüte und Hütte. Am T ändert sich nichts. Wir sprechen nur einmal ein langes Ü und einmal ein kurzes Ü. Im Italienischen hingegen bleibt der Vokal in seiner Länge gleich, wird also nicht verkürzt, nur weil danach zwei Konsonanten kommen. Dafür müssen Sie die Konsonanten längen. Tutto, metto und so weiter, aber das werden wir im Modul 4 noch genauer unter die Lupe nehmen. Der Unterschied liegt auch in der klaren Artikulation der Vokale. Wir dürfen nichts verschlucken, nichts abtönen, dämpfen oder zusammenziehen. Und alle R, die ihnen entgegenspringen, werden auch gesprochen. Überall. Und zwar als Zungenspitzen-R. Einige österreichische Eigenheiten müssen wir unbedingt ablegen. Dazu gehört eine nachlässige Artikulation. Wir sagen zum Beispiel Barbara, sprechen die R nicht mehr genau aus. Aus dem zweiten B wird meistens ein W. Und wir haben dann Barbara. Aber ja, würde niemand, der Deutsch nicht kann, auf die Idee kommen, mit einem B zu schreiben. Die Nation und oft, hören Sie sich dieses O an, sehr nachlässig artikuliert. Im Italienischen muss das ganz genau artikuliert werden. Barbara, Manno, und Nazione zum Beispiel. Im Österreichischen tendieren wir dazu, die Endsilben entweder zu verschlucken, haben, geben, nehmen, verloren. Im Italienischen liegen aber auf den Endsilben die wichtigsten Bedeutungsunterscheidungen, was die Grammatik auch betrifft. Das heißt, welche Person habe ich, welches Geschlecht und so weiter. Also vado, perduto, das muss als O erkennbar sein, sowie vada als A erkennbar sein muss. Es ist durchaus üblich und Standard im Deutschen, auch in Österreich,
gewisse Vokale abzutönen. Beispiel Leben, Geben. Hier sagen wir nicht Leben und Geben, sondern dieses Endungs-E wird etwas zurückgenommen und abgetönt. Im Italienischen dürfen wir das nicht machen. Wirklich alle Vokale ganz genau artikulieren. Andare, dire, bella. Es muss erkennbar sein, dass das zwei verschiedene Vokale innerhalb eines Wortes sind. Ebenfalls Standard im Deutschen ist das Weglassen des Endungs-R. Zum Beispiel Kinder, wieder, ober, Kellner. Im Italienischen hingegen muss jedes R, das geschrieben ist, auch gesprochen werden. Bar, per. Soweit zu Österreich. Die Deutschen haben zusätzlich noch darauf zu achten, dass sie P und T nicht behauchen, Tonne und Puppe, und dann womöglich sagen Patate, Zigaretta, Mappa, ja, sondern es darf nicht mehr behaucht werden, also Patate, Zigaretta, Mappa. Und die Trennung der Vokale Theater, Trieste durch diesen Knacklaut, der ist im Italienischen nicht erlaubt. Teatro, also ein fließender Übergang, Teatro, Paura, Siena. Und im deutschen Standard ist ein Anfangs-S immer stimmhaft gesprochen, singen, sehr, sollte. Im Italienischen hingegen ist ein Anfangs-S vor einem Vokal immer stimmlos, sono, sale, senza, und ebenfalls vor einem stimmlosen Konsonanten, wie sport und studente. Natürlich sind auch verschiedene Intonationskurven zu beachten bei Fragen, Verneinungen und Aussagen, aber dazu später noch mehr.